Es geht langsam in Richtung Morgenstunden und das bedeutet, es geht langsam los, dass der Spot wieder läuft. Heute mal wieder an der Tunguska auf Grund auf kleine Fische. Ja, in den Abendstunden ging gerade noch ein bisschen was. Also so ungefähr bis 22, 23 Uhr. Danach Sense. Danach kam die Nacht. Und jetzt, naja, wir haben die Nacht überstanden in-game. Stunden, ja, 5 Stück. Und jetzt haben wir so 3, 4 Uhr und es fängt langsam wieder an zu zuppeln. Ich bin hier auf der Suche nach einem der wohl am schwierigsten zu fangenden Fische. Es gibt ganz, ganz, ganz viele User, ganz, ganz viele Angler, die ewig schon gesucht haben nach dem Tunguska-Rotauge. Echt tricky, wirklich nicht so einfach. Ich glaube so um die 600 Gramm als Trophy-Gewicht und es geht los, jawohl, in der Mitte. Genau, gerade nochmal eben nachgeguckt, hier ist es, Tunguska Rotauge in groß. Heftiges Dingen, 646 Gramm bei mir. Ja, ich meine 600 Gramm ist das Trophy-Gewicht. Köcherfliegenlarve bei mir damals auch schon und jetzt im Moment soll es wohl auch wieder gehen hier auf Köcherfliegenlarve. Ich hatte einen Beitrag gesehen im VK, auch nicht schlecht, nehme ich auch mit. Das Ganze war dann mit Futtermischung und allem drum und dran und recht großem Haken, 6er Haken, wurde da auch gezeigt. Ich bin da ein bisschen skeptisch, also 6er Haken, ich bin ja auch ein Fan davon, komplett übertrieben reinzugehen. Aber 6er Haken bei einem 600 Gramm Fisch ist schon drüber. Also dass da dann überhaupt richtig was geht. Ich vermute, dass man eine bessere Frequenz, ein besseres Durchschnittsgewicht vor allem auch bekommt, wenn man ein bisschen kleiner reingeht. Ich bin jetzt hier mal mit einem 10er Haken reingegangen. Ich hatte erst gedacht, Richtung 12er wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, das zu testen. Aber auch hier wollte ich ein bisschen übertreiben. Deswegen der 10er Haken, erster Fisch auch sofort um die 200 Gramm, war also ganz okay. Hat das Ganze für mich so ein bisschen bestätigt, dass es ungefähr passend ist. Und deswegen teste ich das erstmal auch noch weiter. Hoppala. Ja, das passiert übrigens häufig. So eine Art Fehlbisse. Könnte auch nochmal ein Indiz dafür sein, dass hier viele Fische sind, die zu klein sind für den dann zu großen Haken. Also da natürlich auch nochmal ein bisschen rumspielen. Aber es kann auch sein, dass es genau die Fische dann sind, die hier zuppeln, die wir nicht wollen. Das heißt, wenn da vielleicht sowas wie eine Bachschmerle oder Gründling oder irgendwas in der Art ist und wir wollen die nicht oder so eine Groppe oder was, dann ballern die natürlich auch hier auf diesen Köder. Der Köder ist für ganz viele Fische hier interessant, die Köcherfliegenlarve. Aber Zielfisch, Tunguska Rotauge, tja, das müssen wir dann halt so ein bisschen separat quasi, und sofort geht es da wieder los, separat irgendwie versuchen rauszukriegen und zu triggern und dann vielleicht eben über die Hakengröße das so ein bisschen zu steuern. Was man auf jeden Fall merkt, sie zuppeln recht lang. Ich hatte gerade in der Anfangsphase, in den letzten Abendstunden sozusagen, waren hier ganz, ganz, ganz viele sehr lange Zuppler und dann waren sie auch mal wieder weg. Also es ist schon ein bisschen nervig, aber naja, irgendwann will man ja auch da diese Trophy abhaken und das Tunguska Rotauge, wie gesagt, ist schon echt nicht so leicht abzuhaken. Mit der Futtermische, man kann natürlich bei solchen Larven, man kann natürlich eine larvige Futtermische herstellen. Habe ich die noch? Ich gucke gerade mal eben. Habe ich noch Larvenmische? Larvenmische, jawohl, habe ich noch. Habe ich noch in verschiedenen Variationen, Wurmlarve und so weiter. Das Ganze, ihr seht es hier unten, basiert auf Zuckmückenlarve, Zuckmückenlarve Feedpellets, Zuckmückenlarvenextrakt. Das sind die einzigen Larvenkomponenten im Game, die wir dann quasi zusammen mischen können. Und da müssen wir dann wiederum ein bisschen variieren mit der Basis. Und das heißt, wenn wir eine Basis haben, die vielleicht dann interessant ist, also wir müssen mit der Basis, die wir verwenden, Variationen erstellen von diesen Komponenten.
Hier sehen wir noch, hier ist die Custer mit dabei, auch durchaus eine Möglichkeit. Ansonsten eben diese Komponenten. Hier dann die Basis Grieß. Also das kann man dann nehmen. Hier ist dann auch nochmal Grieß, das ist dann bestimmt was anderes. Hier ist dann Wurm nochmal mit drin, gehackte Würmer auf Perlgraupenbasis und so weiter. Hier ist Rotaugen, Trophy, Larve, gemahlenes Biskuit und dann wieder diese Komponenten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Bis jetzt teste ich erstmal Blanco hier, ohne eine Futtermische. Ich will erstmal gucken, was ist denn überhaupt hier alles an dem Spot zu finden? Welche Fische sind wirklich da? Und das testet man natürlich ohne jegliche Futtermische am besten. Erstmal gucken, was geht. Ich habe den Untergrund getestet. Wir haben hier einen Untergrund, wie fast überall an der Tunguska, steiniger Untergrund. Also, dementsprechend passen wir natürlich auch unser Setup an. Wir nehmen hier ein steiniges Blei, damit das schön getarnt ist hier. Fluorocarbon habe ich gerade in Verwendung. Wisst ihr was? Wir testen auch hier mal eine Route mit geflochtenem Vorfachsmaterial. Vielleicht geht das ja noch ein bisschen mehr ab. Das Kleinste, was wir hier verwenden können, sind 6,4. Übrigens, die Farbe vom Vorfach ist ja immer wieder egal. Nur das Leadcore bei den Karpfenmontagen bzw. das Blei an sich ist relevant. Ich nehme mal hier 30 cm, ja, ein bisschen länger als üblich. Und genau. Das passt dann, glaube ich. So, raus damit. So, gucken wir mal, was wir hier jetzt drauf haben. Nächster Brocken. 160 Gramm. Also, nach wie vor lübt es ganz gut. Und jetzt gucken wir mal, wie sich dann auch das Vorfachsmaterial verhält im Vergleich zu dem Fluorocarbon. Also, Fluorocarbon im Vergleich zum geflochtenen Vorfachsmaterial. Da bin ich dann gespannt, was dann da geht, ob man da einen Unterschied merkt. Vorteil halt von Fluorocarbon ist, dass es transparent ist, ist ja klar. Also es hat ähnlichen Lichtbrechungswert quasi wie das Wasser und da bimmelt's. Vorteil von dem Karpfenvorfassmaterial jetzt hier, es ist super schön weich und passt sich den Untergründen eher ein bisschen an. Und ja, steht halt nicht so steif im Wasser. Fluorocarbon hängt dann da eher so steif rum. Und ja, ist zwar transparent, aber dafür relativ hart. Und das Geflochtene halt super weich und biegsam. Guck mal, da ist schon wieder was dran. Also das Bissverhalten super tricky, zack. Und genau das, deswegen habe ich jetzt auch sofort angepackt, genau das passiert halt regelmäßig, wenn man zu schnell dran geht. Lieber ein bisschen länger warten. Zack, okay. Bei dem, da geht es natürlich direkt rein. Alter Falter, so komm ran hier, oh, die Pelletmarine, nehmen wir natürlich auch gerne mit auf Grund, super angenehm, die auf Grund zu fangen, da mache ich gerne auch mit den Kescher voll, also wenn die hier auf Grund geht, das wäre ja schon Grund alleine hier zu angeln, Kescher voll auf Grund auf Pelletmarine wäre der Oberhammer, die einfach zu fangen ohne auf Pose, normal geht die halt auf Pose immer richtig gut, aber das wäre natürlich auch schon richtig nice, ja. So viel dazu und jetzt heißt es halt einfach Sitzfleisch bewahren, durchhalten und gucken, was geht. Also fassen wir nochmal zusammen, ganz wichtig, Köderwahl, Köcherfliegenlarve ist schon glaube ich Nummer 1, vielleicht mit der Zuckmückenlarve auch nochmal testen, aber da wird man eben auch immer wieder andere Fische dran kriegen und ich glaube der größte Knackpunkt ist tatsächlich auch hier den richtigen Haken zu wählen, die richtige Hakengröße zu testen. Ich würde vielleicht auch einfach bei allen drei Routen unterschiedliche Hakengrößen testen, angefangen von relativ klein, vielleicht sogar unter 12, dann in Richtung 10er, 12er und vielleicht tatsächlich einmal in Richtung 6er testen. Die 6er Haken wirken tatsächlich auch immer noch sehr gut nach unten hin, also eher zu den kleineren Fischen und tendenziell schlechter zu den größeren Fischen. Zu den größeren Fischen geht es dann eigentlich eher los, so ab den 4er Haken, 4er bis 1er, da sind dann eher die Fische im, ja ich sag mal, Kilo bis 4 Kilo Bereich ganz gut mit zu fangen. Und die 6er, die gehen eher auch mal, wie gesagt, nach unten in die Richtung 500 Gramm sozusagen. Also das sollte man als erstes testen. Clip hatten wir noch gar nicht. Clip 8 Meter weit, 8 Meter lang. Jawollo. Ja, so viel zum Spot.
ab an die Tung, raus mit den Ruten, toi toi toi, wenn ihr die Rotfeder, die Tunguska-Rotfeder, Rotauge, wenn ihr das Tunguska-Rotauge noch braucht, dann gib ihm und raus mit den Dingern. Oha, der fehlt mir noch, den brauche ich noch, den nehme ich also auch gerne mit und ich hoffe, dass der vielleicht noch reingeht. Direkt gleich nochmal weiter testen, hier vielleicht auch nochmal auf Pose. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr live auf YouTube und auf Twitch. Petri.